Auch hoffentlich kriege ich, ich muss jetzt zusammenkriegen. Muss ich jetzt. Da haben Sie über den Glauben gesprochen. Und zwar, der Glaube muss vernünftig sein. Und dann, wo man einfach sagt, das musst du einfach glauben, da, das kommt vom Menschen. Das kommt vom Christentum. Ja, wollte ich jetzt hinpirschen. Aber ich meine, aber gut, auf jeden Fall, das ist dann, das ist ein Problem. Weil wie ich finde, der schönste Satz, ich möchte es erstmal sagen, ich habe riesen Respekt vor Muslimen, vor frommen Muslimen. Weil Gottesfurcht spürt man. Ja. Gottesfurcht ist etwas, das springt über. Und da, ich meine erste Erfahrung war, als ich erst Muslimen, ich habe in Aachen studiert, Muslimen kennengelernt, dachte ich, und da habe ich richtig Gottesfurcht gestanden. Ich hab's umgehauen. Ich denke, das ist ja der. Und das, ich hatte damals wirklich, das, ich bitte Verzeihung, also ich hatte damals wirklich den Glauben, den einzigen, was Muslime wollen, sind Christen. Aber jetzt kommt der Knaller. Die hatten auch den gleichen Gedanken. Die hatten den gleichen Gedanken. Ja, Christen, die wollen Muslime. Und dann haben wir uns in die Augen gesehen und wir sahen einen gottesfürchtigen Menschen. Wir sagen, wow! Der hat gedacht, ja, Christen, das ist hier RTL und die Frauen laufen rum wie Huren, rauchen Zigaretten, trinken Alkohol. Nee, fromme Christen tun das nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist richtig. Also, aber da gibt es nur ganz wenig. Ganz wenig. Ganz, hallo. Leider, ja. Das ist 2-3% in Deutschland. Ich denke, Muslime gibt es langsam mehr. Nein, Muslime gibt es mehr. Ja. Mehr. Warum? Weil der Islam das Update vom Christentum ist. Und die frommen Christen haben den Islam angenommen. Das denke ich, ist für fromme Christen nicht unmöglich. Ja, woher kommt das Christentum? Aus Bethlehem, aus Palästina. Ja. Woher stammt Jesus? Es ist eine Person. Ja. Wo hat Allah, der allmächtige Gott, seine Botschaft auf seinen Prophet Jesus offenbart? Ja, in Jerusalem. In Jerusalem. Ja. Auf Moses genauso. Auf allen Propheten, alle monotheistische Religionen stammen aus dem Nahen Osten. Ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht. Und da die Informationen in den Medien kamen. Als der Islam offenbart wurde, als der Koran offenbart wurde, die Menschen haben sich dann aus den Christen, die Juden, und haben gelesen, dass der allmächtige Gott im Koran sagt, ich habe die Tora und das Evangelium herabgesandt. Ja. Weil diese Bücher entstellt worden sind, hat der allmächtige Gott den Koran offenbart. Das ist der prickelnde Punkt. Ja. Von den größten Massen. Allah bestätigt, dass er selber die Tora offenbart hat auf Moses. Das Evangelium offenbart hat auf Isa, Jesus. Und sagt, hätten die Christen und die Juden meine Bücher befolgt, wären sie richtig geleitet und wären sie die besten Menschen auf meine Erde, sinngemäß. Ja? Aber leider, der Satan hat sie in die Irre geführt und heute sind sie Diener von ihm. Ja? Heute im Koran gilt bis zum jüngsten Teil. Ja, ja. Jetzt. Da stehen wir schon auf Glatteis, also jetzt sind wir schon an den dicken. Es geht um das Paradies. Ja? Amen. Es geht um das Paradies. Ich meine, das Schöne, wir sind der gleichen Meinung. Ewig Gericht, ewiger Tod, Hölle, Verdammnis. Ja. Also, Sie glauben an die Hölle. Ich glaube, die Hölle existiert. Ja, absolut. Sehr gut. Weil, leider, keine Frage. Leider. Der Papst hat die Hölle abgeschafft. Ja. Wer hat ihn ermächtigt, die Hölle abzuschaffen? Ja? Und wenn die Hölle überhaupt abgeschafft werden sollte, grotesk, welchen Sinn hat die Prüfung auf Allahs Erde? Wir werden geprüft. Du stehst hier mit mir
Ja. Ich rede zu dir und Allah prüft uns beide. Amen. Okay? Ob ich die Wahrheit sage, ob du ehrlich bist, um diese Wahrheit zu akzeptieren, okay? Oder ob ich die Wahrheit sage. Oder umgekehrt. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir auf Allahs Erde geprüft werden. Und derjenige, der schlechte Taten begeht, der wird am jüngsten Tag bestraft. Und derjenige, der Gutes tut, der wird in diesem Leben und am jüngsten Tag belohnt werden. Allah sagt im Koran, und diejenigen, die Gutes tun und Allah glauben, werden wir ihnen ein gutes Leben bescheren. Ja? Deshalb sind die Gläubigen auf dieser Erde, die am glücklichsten sind. Zufrieden sind. Ja, die Gläubigen werden wohl auch verfolgt. Sie müssen auch leiden. Das ist, aber der Frieden ist im Herzen. Ja, das meine ich auch. Das meine ich. Ja, Amen. Schau, wir haben so viel gemeint. Jesus, was wollte für die Menschen haben? Er wollte nur, dass sie alle glücklich leben, zufrieden leben und ins Paradies kommen. Was hat man mit ihm gemacht? Fast. Ja. Getötet. Auch ein prickelnder Hund, ja. Aber verjagt, verlästert. Ja. Alle Propheten mussten für die Botschaft und für die Wahrheit, die sie in sich tragen, leiden. Ja. Ja. Und das ist ein Teil der Prüfung auf dieser Erde. Weil das Paradies Gottes hat nicht jeder verdient. Man muss dafür Das ist eben, das sehen Christen anders. Das ist nicht der Fall. Ja. Das ist einer der ganz, weil wir es nicht verdienen können. Das ist so eine Messlatte. Gott sagt ganz klar, ich bin heilig. Und deshalb müsst ihr auch heilig sein. Können wir nicht. Eben. Können wir nicht. Punkt. Können wir nicht. Allah sagt in einem heiligen Hadith, O Sohn Adam, wenn du keine Sünde begehst, werde ich dich ausradieren, neue Schöpfung erschaffen, die Sünden begeben, damit sie mir um Vergebung bitten. Das ist der allvergebenden Gott. Wir sind einer Meinung. Allah sagt im Koran, was soll ich mit eurer Bestrafung, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Ja, steht auch in Jesaja. Wohin soll ich euch das schlagen? Sag mal, wie soll ich euch beibringen, dass ihr das verkauft? Das Problem ist, wir können das in einem Beispiel verkörpern. Zum Beispiel, Frau Merkel regiert heute Deutschland. Ja. Und wenn sie abgesetzt wird, dann wird sie irgendwo auf dieser Erde sich verstecken. Und es gibt immer noch Menschen, die ihre Ideologie weiter verfolgen. Natürlich. Ja? Und, das ist die Welt. Und nicht bereit sind, das Neue aufzunehmen. Genau ist das mit Islam, Judentum, Christentum. Ja. Als Jesus gekommen ist, damals, nachdem die Tora entstellt worden ist, was haben die Juden mit Isa gemacht? Ja, wir sagen gekreuzigt, ganz klar. Allah sagt im Koran, er wurde nicht gekreuzigt. Ja, ich weiß. Allah hat ihn zu sich erhoben. Ja, ja. Genauso wie Allah Idris a.s. auch zu sich erhoben. Aber wir sind uns einig drin, und wir haben ihn abgelehnt. Wir haben ihn gequält, verachtet und abgelehnt. Das Gleiche machen die Christen mit dem Propheten Muhammad a.s. Ein Christ muss, ist verpflichtet. Wenn es ein Gebot im Christentum gibt, dann ist es das, liebe deine Feinde. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Ich kann meinen Feind nicht lieben. Eben. Das ist einfach eine Sache, die kein Verstand. Ja, wir sind wieder beim Verstand, wie ich wollte, dass ich es zu Anfang gesagt hatte, sagten sie, der Glaube muss vernünftig sein oder so. Muss und man kann nicht einfach nur glauben oder so. Verständig sein. Ja. Die Sache, einer der schönsten Sätze im Islam, ich muss es immer wieder sagen, ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Allahu Akbar. Man hat mir beigebracht, dass es nicht einfach heißt, Allah ist groß, es ist einfach nur groß. Nein. Er heißt auch nicht der Größte, dass er irgendwie vergleichbar ist. Er ist egal was du sagst, egal was du nennst.
Und genau so ist es. Gott ist einfach unfassbar. Über unser Vorstellungskraft. Und wie kann ich denken, dass ich mit meinem Verstand ihn erfassen kann? Allah sagt im Koran. Deshalb kann man, verstehst du, was ich sagen will? Natürlich, wenn sein Wort ist unbegreiflich, wenn ich das Evangelium betrachte, erschaue ich. Er ist unbegreiflich für uns. Ja. Aber sein Wort nicht. Weil sein Wort eine Lebensordnung für dich und für mich ist, muss begreiflich sein. Ja. Allah aber hat, sein Wort, genau. Aber Allah hat keine Mathematik auf die Erde herabgesandt, sondern ganz einfache Regeln für dich und für mich. Aber woran erkenne ich sein Wort? Zum Beispiel, ihr sagt ja, dies und das in der ist Einfachheit. Falsch. In der Einfachheit. Ja, es gibt viele Sätze, die sind einfach, aber sie sind nicht Gottes Wort. Aber woran sage ich, zum Beispiel, der sagt, das ist Wort Gottes. Woher hat er dieses Wissen? Ja, wenn man jetzt den Koran aufschlägt, es gibt eine Sura, die heißt Al-Ikhlas. Ich werde das gerne vorlesen, weil das diese Sura beschreibt auch den allmächtigen Gott. Al-Ikhlas heißt die Aufrichtigkeit. Ja. Okay. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, sprich Muhammad, ja? Und sprich jeder Muslim. Ja. Er ist Allah, ein einziger. Allah, der Absolute. Absolut, ja. Ewig, unabhängig, von dem alles abhängig ist. Ja. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden. Ja. Und ihm ebenwürdig ist keiner. Ja. Ja. Über unser Vorstellungskraft. Ja. Ja. Er ist weder Mann noch Frau, noch können unsere Augen ihn erfassen. Aber er sieht uns. Ja. Er sieht uns und er weiß, was wir beide im Herzen haben. Er ist allmächtig. Er hat uns erschaffen und wir sind sein Geschöpf. Jetzt hat er uns im Laufe der Geschichte seine Botschaften immer offenbart durch Menschen. Normale Menschen. Warum normale Menschen? Das ist sehr wichtig. Adam war ein normaler Mensch. Ja. Und er ging auf Toilette, er musste selber besorgen. So richtiger Mensch, ja. Und er hat Kinder bekommen, die ganz normale Menschen sind. Ja. Ja. Jetzt, die Gerechtigkeit des allmächtigen Gottes, die sagt, dass er uns nicht überfordert mit seinem Gebot und Verbot. Wie schön bei uns heißt es, seine Gebote sind nicht schwer. Okay. Sehr gut. Jetzt, wie kann ich, falls Jesus Gott wäre oder Gottes Sohn wäre oder ein Engel wäre, wie soll ich ihn als Vorbild nehmen? Alle Propheten waren Schäfer, haben Schafe gehört. Alle. Na ja, auch David. Hier. Jesus auch. Laut Koran, Jesus auch. Moses. Alle Propheten, das alles. Okay, Gottes, aber es ist ein interessanter Gedanke. Waren Schäfer. Warum sie Schäfer waren? Weil sie, damit sie Geduld lernen. Damit sie lernen, wie man mit den Menschen umgeht. Und damit sie lernen, wie sie die Menschheit führen. Ja? Die Präsidenten heutzutage waren niemals Schäfer, deshalb sind sie alle brutal und depressiv. Eitelkeit ist die Sünde Satan. Die Propheten waren ganz normale Menschen, die demütig waren, die gute Charaktereigenschaften gehabt haben. Doch alle. Auch Suleiman. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an David denke, der hat schon einige Sachen gelacht. Aber der war Prophet Gottes. Aber und trotzdem sagt Gott von ihm, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber er hat Ehebruch gemacht. Er hat nicht nur Ehebruch, er hat sogar den Mann umbringen lassen. Und trotzdem sagt er, er ist ein Mann. Das ist eine falsche Geschichte in der Bibel. Koran ist die Geschichte richtig. Ja. Einer ist zu ihm gekommen. Wir sind wieder auf dem Punkt, woran erkenne ich das Wort Gottes? Weil, wenn ein Prophet, man muss wissen, dass die Propheten von dem allmächtigen Gott geschützt sind, was die Botschaft angeht. Was die Botschaft angeht. Aber
Als Menschen haben sie alle Fehler gemacht. Ja, okay? Genau. Sogar der Prophet, Feinde sind wir ja auch anderer Meinung. Ja. Sogar der Prophet Muhammad a.s. ist einmal zu spät aufgestanden und hat das Gebet verpasst. Ja? Ist ein Mensch. Ja? Alle Propheten haben Fehler gemacht. Zum Beispiel Moses. Der hat jemanden aus Versehen getötet. Ja, der bei uns mit Absicht. Er hat ihn wirklich. Ja, der Koran steht nicht mit Absicht. Ja? Er wollte zwischen beiden schlechten. Dann, genau, er wollte zwischen beiden schlechten, aber es ist nicht so recht. Okay. Ist ja aber auch manches nicht drauf. Es ist nicht wichtig. Aber wie gesagt, die Propheten des Allmächtigen Gottes waren alle Menschen genauso wie du und ich. Damit wir am jüngsten Tag keine Ausrede haben, wir könnten, Allah sagt im Koran, während ihr Engel auf der Erde, werde ich euch einen Engel als Gesandter schicken. Aber schau, was das Problem ist. Gott schickt einen Propheten. Jetzt kommt ein normaler Mensch, sagt etwas. Alles ist Wort Gottes. Woher merke ich das? Woher weiß ich, dass es ein Prophet ist? Und nicht irgendeiner, der sich das gerade auf den Fingern gesagt hat. Allah hat alle Propheten Wunder gegeben. Zum Beispiel Moses. Moses. Er hat das Meer gespannt. Durch seine Kraft? Nein. Durch Gottes Macht. Isa a.s. hat Kranke geheilt. Durch seine Macht? Nein. Das ist ein Wunder. Allah gibt jedem Propheten ein Wunder, damit die Menschen an ihn glauben. Ich gebe dir eine sehr wichtige Angelegenheit. Die Juden damals haben sehr viel mit Zauberei gehabt. Ja. Ja? Jetzt kommt Moses a.s. oder Musa a.s. mit einem Wunder in diesem Bereich. Mhm. Er trennt das Meer. Ja? Mit einem Stock. Danach waren die Menschen im medizinischen Bereich sehr begabt. Ja? Dann hat Allah Isa a.s. ein Wunder gegeben, dass er Kranke heilt. Ja? Das ist kein Medizin, das ist ein Wunder. Genau das Gleiche. Allah hat den Propheten Muhammad a.s. den Koran als Wunder gegeben. Warum? Weil die Araber mächtig in der Sprache sind. Das ist wahr. Ja? Das ist wahr. Und die arabische Sprache ist die schönste Sprache. Eine wundervolle. Ich liebe Arabisch. Ja? Das ist eine wundervolle Sprache. Das ist die einzige Sprache, die keine Ausnahmen hat. Und doch. Und logisch ist. Mit Eis. Ja. Schnee. Ja. Nee, das sind keine Ausnahmen. Ich wollte. Das sind keine Ausnahmen. Nein, das war nichts. Ist klar, da unten ist so Eis, aber die haben nicht so differenziert. Jetzt hat Allah im Koran die Araber aufgefordert, über seine Worte nachzudenken und vergleichbar zu wiedergeben. Allah sagt im Koran, wenn die Djinn, die Geisterwesen und die Menschen hintereinander stehen würden, sie werden nicht mal eine kleine Sure vom Koran wiedergeben. Also das heißt, vergleichbare Sure erdichten. Ja? Also übertragen könnt ihr es auch. Ja. Richtig. Ah, Wort Gottes, sagen wir mal. Richtig. Gut. Und auf neutralem Boden. Die Araber haben damals sofort erkannt, dass dieses Wort nur Wort Gottes ist. Das ist der Punkt. Richtig. Woran haben Sie das erkannt? Ich wollte das dazu kommen. Weil Allah, unser Schöpfer, immer seinen Gesandten einen außergewöhnlichen Wunder gegeben hat, damit die Menschen sehen, er ist kein Zauberer. Ja, der ist ja Zauberei, genau. Okay. Okay. Der Prophet Muhammad a.s. hat den Mond gespannt. Und die Araber selber haben das gesehen. Wie gesagt, das ist die Verstärkung. Jeden Propheten mit einem außergewöhnlichen Wunder, wo die Menschheit einfach wow sagt. Ja, okay. Jetzt. Der allmächtige Gott ist gerecht und barmherzig. Er sagt im Koran, werdet ihr Engel auf meine Erde, werde ich euch ein Engel als Gesandten
oder hätte ich euch als Engel als Gesandter geschickt. Aber wir haben nicht mal gesprochen. Wir gehen, wir sind auf Deutsch. Wir sind alle bedürftig. Ja, inshallah. Oh, Menschen, ihr seid alle bedürftig. Bittet mich um Hilfe. Ohne den allmächtigen Gott sind wir alle verloren. Er hält uns am Leben, hat uns so Augenlicht gegeben. Und Allah sagt im Koran, wenn ihr meine Gabe auf euch zählen würdet, ihr werdet sie niemals erfassen. Niemals. Jetzt, was leider heutzutage passiert ist, man instrumentalisiert Religionen. Ja? Richtig. Um einfach Ziele Macht zu erreichen. Macht auszuüben. Ja. Islam, Christen, alle Daumen nicht richtig. Man redet heutzutage über den Islam und verteufelt man den Islam, obwohl die meisten Kriege im Namen des Christentums. Das viele, nicht die meisten. Die meisten. Hitler war auch ein Katholik. Boah! Ja, ist es so. Ist leider so. Also, ich komme zum Punkt. Hat Jesus gesagt, vergaßen 6 Millionen? Niemals. Die Leute haben die Bibel nicht gelesen. Das sind Verbrechen. Das sind Verbrechen. Das sind Verbrechen. Ja. Und jeder, der im Namen des Islam ein Verbrechen begeht, ja, hat den Islam auch nicht verstanden. Warum? Warum? Allah sagt im Koran, la ikraha fi din, es gibt keine Zwang in der Religion. Meine Hülle ist groß genug und mein Paradies ist groß genug. Ja? Jeder hat einen Verstand und sein Verstand muss entscheiden, wohin die Reise geht. Ich glaube auch, dass es unsere Entscheidung ist, wohin wir gehen. Das glaube ich. Das davon bin ich völlig überzeugt. Einer, wir werden keine Rechtschaffung haben, wenn wir vor ihm stehen. Ein Jude kam immer bei einem Kiosk vorbei und hat seinem jüdischen Bruder gesagt, warum betest du nicht? Er hat ihn gar nicht beachtet. Beim zweiten Mal, am nächsten Tag, kam er wieder und sagte, warum betest du nicht? Geh mit mir beten. Er hat ihn gar nicht beachtet. Am dritten Tag kam er nochmal wieder und sagte, komm mit mir, du musst beten. Der Mann im Kiosk, der war ein bisschen sauer. Er hat ihm gesagt, ich komme nicht. Dann hat ihm der Jude gesagt, du kommst in die Hölle. Dann sagte Allah, wer ist der Mensch, wer ist dieser Mensch, der mir meine Entscheidung wegnimmt? Und laut Überlieferung hat Allah diesen Mann ins Höllenfeuer geschickt. Ja? Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir entscheiden nicht, aber wir wiederholen nur das, was Allah im Koran sagt. Und Allah sagt im Koran, in der zweiten Sura, ganz am Anfang. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Sura, die Kuh. Diese Sura spricht über die Juden. Ja, ich hab sie gelesen. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, alle Flamim, das sind arabische Buchstaben. Ja? Oh, ihr Araber, das sind eure Buchstaben. Hm? Ich komme nicht, ich bringe euch nicht eine Mathematik, das sind eure Buchstaben. Ja? Damit ihr begreift. Dies ist das Buch Allahs, dies ist das Buch Allahs, das keinen Anlass zum Zweifeln gibt. Ja? Das bestätigt Allah. Ja? Gibt es einen Verfasser heutzutage, der sagt, mein Buch ist perfekt? Naja, das kann gut sein, bei der heutigen Arroganz. Aber ich verstehe, was du sagst. Jetzt geht's weiter. Ja. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, nicht für jeden. Nicht für jeden. Für die Gottesfürchtigen. Ja. Das Wort Gottes ist für die Gottesfürchtigen. Und ich sagte, die Gottesfürchtigen, Juden und Christen haben schon den Islam angenommen.